Was gibt's denn? Ich stecke eigentlich mitten in den Verhandlungen mit den Amerikanern. Also. WBF war von Anfang an mein Projekt. Von der Akquise über die Vertragsverhandlungen bis zum heutigen Tag. Also, warum? Frau Schönberg, ich habe Ihnen mitteilen lassen, dass es Veränderungen bei den Zuständigkeiten geben wird. Ich möchte eine plausible Erklärung dafür, warum man mir meinen wichtigsten Kunden wegnimmt. Für dessen Zufriedenheit größtenteils ich verantwortlich bin. Ja, aber eben nur größtenteils. Was soll das denn heißen? Sie haben das Ding nicht alleine hochgezogen. Frau Schönberg, wir werden zunehmend Verhandlungen mit Südostasien führen müssen und es gibt Mitarbeiter in der Firma, die dafür kompetenter sind. Sie meinen, die paar Brocken Kantonesisch, die Fellen bringen, flüssig über die Lippen bekommt? Hier geht es um ganz was anderes. Ich bin mit Abstand die Kompetenteste, die die Versäumnisse im Online-Business ausbügeln kann. Die Sie und Ihre Altherrenriege zu verantworten haben. Das ist doch das Problem. Es ist wirklich schön, dass Sie so überzeugt von sich sind. Deshalb haben wir Sie auch eingestellt. Frau Schönberg, soll das wirklich nicht so persönlich nehmen? Oh, doch, natürlich nehme ich das persönlich. Das ist mein Baby, natürlich nehme ich das persönlich. Ich habe dir gesagt, ich bin nicht das Quotenweibchen, was im Meeting sitzt, die Klappe hält und ein hübsches Gesicht macht. Was willst du? Ich behalte WBF. Vergiss es. Vielleicht interessieren den Vorstand dann deine guten Beziehungen zur Grip General. Was zahlen die denn so? Ich würde es mir überlegen.